in diesem Video. Wenn du willst, wenn du, ich zeig dir, wie du Screenshot machst, okay? Du drückst, du hast ganz unten links die Taste STRG, stimmt's? STRG? Ja. Und W, beides zusammen drücken. STRG und W. Ich komm in die Hölle, Digga. Ich komm in die Hölle, Digga. Ich komm in die Hölle. Den hier machen, so, weißt du, die machen dann immer so diese komischen Bewegungen, so den hier, so, weißt du schon, so, dieses, immer so dieses. Ich hab verkackt, Digga. Scheiß drauf. Walla Krise. Okay, let's go. Ey, yo, was geht, Mann? Nix, bei dir. Alles fit soweit? Mhm. Was machst du so? Ich bin in Discord. Das heißt, du bist du am PC? Nee. Ah, das ist mies uncool. Man trifft hier so selten Leute. Mein Deutsch, Digga. Bubble. So selten Leute, die am PC sind, das macht mich ein bisschen sauer. Weißt du, ich hab mir nämlich so was, am PC-Karte so ein paar coole Sachen machen, so, weißt du? Das ist halt mies, das ist halt cooler so. Aber wie kannst du, bist du dann per Handy im Discord oder? Laptop nicht. Laptop. Also du, aber warte mal, bist du gerade, oh, du bist über Handy auf OMTV oder was? Nein, Laptop. Digga, Laptop ist doch ein PC, bist du gar... Ich hab dich gerade gefragt, ob du am PC bist, du sagst nein und jetzt bist du am Laptop. Willst du mich komplett verarschen, Digga? Ein PC, Laptop ist du, ist okay, du bist ein Mädchen, wir schauen da jetzt mal drüber hinweg, okay? Ey, ist okay, du bist ein Mädchen, ich hab das zu ernst genommen, tut mir leid, ich wusste nicht, dass es einen Unterschied zwischen Laptop und PC gibt, tut mir leid, okay, sorry. Hä? Könnte es Monte seine Schwester sein, Bruder? Du hast jetzt bestimmt zu Hause 10 Mal. Genau. Yo, what's poppin', my friend? Bruder, einfach im Feld gefunden. Wann kommst du in den Stimmbruch, mein Freund? Oha, er kommt direkt so in die Runde. Ey, Bruder, aber alles gut? Ich hab auch keine Talente, aber deine Maske gefällt mir. Ja, immerhin etwas, ne? Meinst du? Ich erwarte noch eine Antwort auf meine Frage, ne? Also. Denkst du wirklich, ich gebe dir darauf eine Antwort? Naja, am Ende des Tages, man kann das ja selber einschätzen. Ey, das Ding ist, ich hätte dich schon lange geskippt, aber ich überlege gerade noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt melden würde wegen deiner Maske, würdest du sogar gesperrt werden. Wir probieren es einfach mal aus. So, ich meine, kann ja nicht viel schief gehen, so, also. Ey! Alarm! Ey! Bro! Machst du ein Video? Ja, Bro, was geht? Oh mein Gott, wie heißt es? Wie? Wie heißt es was? Was heißt was? Das Video. Warum? Ich will. Ja, Bro, das. Muss. Ich hab grad eben ein Video von dir angeschaut. Ey, Bro, darf ich mal fragen, wie alt du bist? Rate? Ey, Bro, ich hab keine Ahnung. Du siehst. Ich höre dir, du siehst aus wie so. Wie so. Aber ehrlich, Bruder, wie alt bist du? Neun, Digga. Ah, ey, Bro, du bist so cool. Ich hab grad noch ein Video von dir angeschaut. Ey, ich küsse dein Herz, Bro. Und dann hatte ich auch Lust, Ome. Ey, Bro, ich fühle dich aber wirklich. Du bist smart. Ey, bist du so ein Playboy bei dir in der Klasse? Hast du so Mädchen? Hast du schon so Mädchen geklärt? Hast du eine Freundin, Bro? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Doch, ich habe eine, ja. Hast du eine Freundin? Hast du schon mal so Kuss gegeben, so auf die Wange, so? Ja, so? Ja? Nee. Nee, noch nicht? Wann siehst du die wieder, deine Freundin? Wann siehst du die? Wann kommt die wieder? Jeden Tag? Siehst du die morgen wieder? Wohnt über mir. Deine Freundin wohnt über dir? Bruder, du hast jetzt schon mehr erreicht als ich, Lan. Ja, schätze. Ich war schon mal in einem Video von dir drin. Du warst schon mal drin? Ja, ich wusste gar nicht, dass du mich da reinmachst. Hey, ich hab dich doch. Ich frag jeden auf Ome. Ich hab dich gefragt. Da musst du ja gesagt haben. Ich frag jeden auf Ome. Nein, du hast mich nicht gefragt. Ich hab's so gegessen. Du so schmeckt. Ich so, Da hast du mich die ganze Zeit angeguckt. Und irgendwann hast du gesagt, ja, jetzt reicht's auch mal. Und dann hast du mich geskippt. Und das soll so cool gewesen sein, dass es sogar im Video war. Ja, voll komisch. Wieso hast du das reingemacht? Also entweder warst du zu der Zeit extrem schön und bist es jetzt nicht mehr, oder du warst, weiß ich nicht. Also, ist es denn okay, wenn du im nächsten Video... Digga, was kommen sie denn jetzt? Also das ist ja jetzt mies uncool, wirklich jetzt. Ey, aber hi da drüben, was geht, Mann, hallo? Aber fragen wir jetzt, ist es okay, wenn du im nächsten Video drin bist? Aber das wirst du davon reinmachen. Wer war, wer war das jetzt? Discord. warte mal bitte. Ich hatte tatsächlich, ich war vor längerer Zeit schon mal auf Ome. Das ist ein bisschen länger her jetzt. Und ich hatte da, ich muss das mal ganz kurz raussuchen. Ich hab das auf meinem Handy. Und zwar habe ich, da gab es so ein Mädchen, weißt? Und dieses Mädchen, ich habe das seitdem nicht mehr getroffen. Und das ist aber, Bruder, ich schwöre, seitdem ich die gesehen habe, ich bin so richtig verliebt. So. Hast du die irgendwo schon mal gesehen? Meldi. Nein, ich bin nicht so assi. Oha, warum willst du mich melden? Hat der gerade gesagt, du sollst mich melden? Ja.
Wie alt bist du? Ich bin 16. Du bist 16. Ich bin 16. Das freut mich. Wie alt bist du? Ich bin 23. What? 23? Ja. Irgendwie kann ich es nicht glauben. Ich selber auch nicht, deswegen, aber pff, scheiß drauf. Ja, was machst du, dass du... Was machst du mit 23? Arbeit so, Beruf. Ich bin offensichtlich arbeitslos, das würde ich nicht hier chillen, Bruder. Hä, 20.30 Uhr geht eigentlich. Ja, aber Bruder, nur hobbylose Menschen chillen hier, so weißt. Also, ich meine, so, holy shit, dude. Ja. Ja, ist kritisch, Mann. Da hast du recht. Da hab ich recht. Ey, das Ding ist, ich hatte gerade so einen richtigen Lauf, so Mädchen ja. Und so, weißt du. Und du hast jetzt gerade ein bisschen reingeschissen. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich mich mit dir weiter unterhalten will. Ich bin eigentlich gerade ein bisschen mad auf dich. Du hast gerade so ein bisschen die Schleife unterbrochen, so weißt du. Wobei, nee, stopp mal. Ich hatte davor auch gerade, okay, du hast nicht komplett reingeschissen. Sag mal, du hast ein bisschen reingeschissen. Ein bisschen. Muss ich mit leben können. Wenn du jemanden triffst, der so ähnlich aussieht wie ich oder genauso, das kann mein Zwillingsbruder sein. Dann gebe ich ihn auf jeden Fall. Achso, okay. Ja. 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 Das sehe ich nicht. Ja, definitiv. Ey, aber ich habe da eine coole Idee. Lass uns ein Spiel spielen. Ich habe da so ein Spiel. Kennst du nicht, aber ich kann dir erklären, wie es geht. Dieses Spiel nennt sich Wahrheit oder Pflicht. Kenn ich nicht. Ist ganz neu, das Spiel. Und zwar geht es darum, ich frag dich jetzt was. Du kannst dann so sagen, ich frag dich jetzt Wahrheit oder Pflicht, dann nimmst du das, ne? Und dann entweder ich stelle dir irgendeine beschissene Aufgabe oder du musst mir eine Frage so ernst beantworten, okay? Aber hast du Bock, das Spiel zu spielen? Ja, klar. Finde ich super. Ich würde sagen, ich fange an. Das bedeutet, okay. Ich frag dich jetzt Wahrheit oder Pflicht, okay? Was nimmst du? Ich nehme erstmal Wahrheit. Du nimmst erstmal Wahrheit, okay. Ja, das hab ich, jetzt habe ich halt keine Frage, sondern das ist... Ja, scheiße, glaub nicht. Hast du einen Crash? Ein Crash? Ja. Ja? Ich glaube, lass dich mal bitte ganz kurz nachschauen. Ich muss da ganz kurz was suchen auf meinem Computer, warte mal. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal irgendwo gesehen, den Typen. Ist das irgend so ein Typ, der so richtig beschissen aussieht, der so zufälligerweise so... Das ist er doch, oder? Sei ehrlich. Ist er das? Sei ehrlich, das ist er doch, oder? Ja, 100%. Safe. Ich kenne dich von YouTube. Du hast mich gekippt. Soll ich dich skippen? Ich weiß nicht. Ja, skipp mich ruhig. Ich hoffe, du reichst auf die 1 Million. Ey, Ehrenmann! Hashtag Ehren... Ah, Spaß, scheiß drauf. Was willst du machen, Bruder? Was willst du machen? Ein Ladekabel holen. Für was? Nur ein Foto. Ein Foto. Du bist gerade auf PC, oder? Ja. Du kannst doch einfach Screenshot machen. Wie? Bin ich im Video drin? Ja, bist du. Okay. Wenn du, okay, du willst, wenn du, ich zeig jetzt, wie du Screenshot machst, okay? Du drückst, du hast ganz unten links die Taste STRG, stimmt's? STRG? Ja. Und W, beides zusammendrücken. STRG und W. Hast du gedrückt? Steuerung und W. Ich komme in die Hölle, Digga, Junge! Ah! Pass auf Ansage, alle jetzt! Alle, die dieses Video schauen, schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag, wie nennen wir ihn? Er sah aus, wir nennen ihn Hashtag Free. Lass mich kurz überlegen. Er sah aus wie ein Yoshi, Jungs, wir nennen ihn Yoshi. Alle Hashtag Free Yoshi in die Kommentare. Wenn du das siehst, Kleiner, Bro, wir alle küssen dein Herz. Wir alle wünschen dir viel Erfolg bei deiner 8-jährigen Freundin. Alle Hashtag Free Yoshi in die Kommentare. Und ich hole mir jetzt mein Ticket in die Hölle. Yo, Mann, was geht? Oh, du schreist so. Ey, weißt du, wie du aussiehst? Wie? Du siehst aus wie so eine TikTokerin, die so Livestreams macht und dann immer so in den Livestreams immer dann so den hier machen. So, weißt du, die machen dann immer so diese komischen Bewegungen, so den hier, so weißt du schon, so dieses immer so dieses... Ich hab verkackt, Digga. Scheiß drauf. Walla Krise! Ey, Bro, das Ding ist halt jetzt, du wirkst mir leider ziemlich talentlos und... Du bist auf der Suche nach Talenten. Das ist das Problem an der Sache. Also wärst du jetzt ein Mädchen, wäre das noch was anderes. Da können wir noch drüber reden, so weißt du, aber... Ja, ja. Das Gespräch einfach, ist halt... Tittenbonus. Das Ding ist halt einfach, ich denke mir halt so, also folgendes, das Gespräch, auf was wollen wir hinaus, weißt du? Weil wenn du kein Talent hast, das heißt, wir reden quasi ja so umsonst, weißt du, wie ich meine? Und das musst du dir so überlegen, bei Mädchen kannst du immer noch so hoffen, so du bekommst so Insta, so da hast du immer was so erreicht, so weißt du? Wenn jemand Talente hat, ist auch cool. Aber kannst wenn du auch mein Insta haben. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Weiß ich jetzt nicht, Bruder. Vielleicht gibt's ja so Mädchen da draußen, die so sagen, die würden dich jetzt klären, so. Also für weiß ich nicht. Also wenn du nicht weißt, schreib dein Insta rein, vielleicht bekommst du ja DMs, Bruder, man weiß ja nicht, also... Doch, zwar nicht, aber...
Schaden tut's ja nicht. Ey, okay, alle Mädchen, ihr habt hier Insta. Bro, wenn wir uns irgendwann wieder auf Obe treffen, was ich denke, weil man trifft sich hier immer zweimal gefühlt, dann musst du mir sagen, ob du von irgendjemandem eine DM bekommen hast, okay? Mir geht's nicht. Ich hab fucking Corona, Junge. Wer? Nein, wer hat gefragt? Ey, Bro, das ist so, dass wenn das jemand bei mir macht, ich werde richtig aggressiv, so, für mich sind das die größten Arschschütze, so, aber selber muss das sein, Bruder, muss einfach. Digga, ich sehe hinten YouTube. Das darf aber auch nur ich, Bruder. Digga, ich glaube, ich kenne dich irgendwoher von YouTube, Digga, weil ich den YouTube-Button und denke, ich komme irgendwie bekannt vor. Echt? Ja. Ja, ich bin auch Miss Fame, Bruder. Mich kennt auch jeder, so, weißt du? Also. Ja, nice. Also, soll ich nur mal so ein Selfie machen, weißt du? Weißt du, willst Selfie machen? Ja, und, willst du ein Selfie machen, for real? Nee. Ich hätte gemacht, for real jetzt. Ich hätte gemacht so. Also, ja, weil wenn du nicht machst, dann mache ich jetzt eins, so, weißt du? Okay, warte. Okay. So, warte, komm, wir machen jetzt. Ich werde auch immer ein Fan, gell? Warte mal, ich würde es irgendwie mit Kamera dingsen, warte mal. Okay. Ja? Cool, gell? Haben wir jetzt ein Selfie gemacht? Ey, what the fuck? Wird man irgendwann gebannt oder gesperrt, wenn man so oft reinspammt? Ja, oder? Keine Ahnung. Mach Auto, komm hier, Salami, komm. Komm, Bro! Jetzt komm, du Bruder, guck mal, das ist so dieses YouTuber-Ding, warte, komm. Warte, komm, wollen wir mal einen Freund anrufen und fragen? Was soll der das machen? Dann ruf einen Freund an und frag, ob er Auto macht. Nee, Digga, verpiss dich, cool, weil ich mich spare nicht mehr. Du hast alles gefickt, ehrlich, du hast alles gefickt, Bruder, du hast alles gefickt. Wollen wir noch einen Freund anrufen? Ah, Bruder, nee, Bruder, jetzt hab ich keinen Bock mehr, jetzt hast du alles gefickt, Bruder, jetzt hast du... Das war's mit dem Video, tschüss. Meine Jana!